Hallo meine Süßen, herzlich willkommen zu meinem dynamischen Faszien-Yoga-Anti-Zellulit-Programm mit der Faszienrolle. Wir sehen uns gleich. Dann beginnen wir auch gleich, und zwar mit einer kleinen Einstimmung. Dazu setze dich auf die Rolle drauf. Und dann versuchst du hier ein bisschen dein Gleichgewicht zu finden, bring die Füße eher weiter nach vorne, also nicht zu weit ranziehen. Dann kannst du dich auch besser draufsetzen. Und dann schließ deine Augen und komme langsam hier und jetzt an. Atme ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Und dann beginne ganz langsam die Rolle hin und her zu bewegen. Ganz kleine Mini-Bewegungen. Öffne langsam deine Augen und bleibe hier wieder aufrecht sitzen. Streck einmal deine Arme lang nach oben zur Decke aus. Zieh dich in die Länge, streck dich, mach dich richtig lang, so lang wie es geht. Fingerspitzen weit nach oben. Und wieder absenken. Nochmal tief einatmen und ausatmen. Einmal den Rücken runden und dann rutscht du auch mit dem Po ein bisschen weiter nach hinten. Und ziehst das Kinn in Richtung Brustbein und schiebst im Wechsel eine Hand nach vorne. Und dann regel dich langsam wieder nach oben und dann wieder lösen. Okay, jetzt werden wir den Körper ein wenig aufheizen und ganz schnell über die Rolle rollen. So, wir legen los und zwar ist das linke Bein hier seitlich abgelegt und du legst den rechten Oberschenkel drauf und jetzt beginnst du dich hier ganz schnell vor und zurück zu bewegen. Vor, rück und du kannst ruhig an einer kleinen Stelle bleiben und dann noch schneller werden und je mehr Winkelveränderung du reinbringst, desto besser ist es. Also hier vielleicht das Becken ein bisschen mehr drehen. Und dann bewegst du dich hier ganz schnell vor, rück, dann wieder hier nach vorne, ein bisschen größer. Und dann merkst du schon, das wird immer wärmer. So, ja gut, dann wechseln wir gleich auf die Seite und gehen jetzt hier hin. Das linke Bein ist aufgestellt, das rechte Bein ist ausgestreckt. So, jetzt stützt dich mit den linken Fingerspitzen am Boden ab und dann beginnst du hier ganz schnell auszurollen. So, wenn du eine etwas härtere Rolle hast, umso besser. Und dann hier schneller werden. Dann kannst du auch hier von hier aus wieder ein bisschen drehen, wenn du möchtest. Ja, gut. Okay, dann bleiben wir hier mal auf dieser Seite und bearbeiten jetzt die Oberschenkelinnenseite. So, dazu legst du die Rolle einfach einmal längs auf deine Matte, streckst das linke Bein nach hinten aus und legst nun das rechte Knie auf die Rolle drauf. Das rechte Bein ist angewinkelt und jetzt beginnst du hier ganz schnell dich hin und her zu bewegen. Und versuch mal hier ein bisschen Körperspannung zu halten. Stütz dich hier ruhig ein bisschen mehr deine Unterarme ab und dann bewegst du dich hier. Und wenn du merkst, dass du nicht ganz weit nach oben kommst, dann schiebst du die Rolle einfach hier ein bisschen weiter nach oben, so dass du hier auch ein bisschen weiter oben ausrollen kannst. Das linke Bein ist aktiv ausgestreckt und mir wird auf jeden Fall schon ein bisschen warm. Und dann langsam lösen. Super, jetzt wechseln wir gleich mal zur anderen Seite. Fangen wir gleich mit der Oberschenkelinnenseite an. Also du legst hier
deine Oberschenkelinnenseite drauf und dann bewegst du dich hier nach außen. Hier. So. Und ruhig mit Tempo, denn je schneller wir hier mit der Rolle arbeiten, desto mehr wird das Gewebe auch gestrafft. Okay, noch 4, 3, 2, 1 und die Vorderseite. So, wir winkeln das rechte Bein seitlich ab. Du legst die Rolle hier unten an. Die Zehen sind flach abgelegt und dann bewegst du dich hier vor, rück, vor, rück, vor, rück, vor, rück. Und wenn du möchtest, auch ein bisschen mehr Winkelveränderung reinbringen hier. Dann wieder nach vorne. 4, 3, 2, 1 und dann langsam lösen. Okay, gut. Dann kommt die Seite. Ich lege mich einmal hier kurz um. So, linke Seite, rechtes Bein vorne aufstellen und du legst die Rolle hier außen an, flexst den linken Fuß und jetzt beginnst du hier. Ich ausrollen und das kann manchmal ganz schön schmerzhaft sein. Das kommt auch immer darauf an, also man muss sich auch erstmal dran gewöhnen. Ja. Es gibt aber auch Tage, wo man einfach denkt, oh, das tut weh wie Hölle. Ja. Aber es wird mit der Zeit dann auch ein bisschen besser. Okay, 4, 3, 2, 1, lösen. Wunderbar. Mir ist jetzt auf jeden Fall schon warm geworden. So, jetzt kommt die Rückseite. Wir setzen uns drauf und stützen uns mit den Händen hinten ab. Und jetzt beginnst du hier den Po auszurollen. Und zwar beginnst du hier hinten und dann gehst du vor und vor, vor, vor. Vier, drei, zwei, eins und lösen. Sehr schön. Dann bleiben wir hier gleich sitzen. Linkes Bein bleibt aufgestellt. Der rechte Fuß kommt auf den linken Oberschenkel drauf. Und jetzt beginnst du dich ein bisschen mehr nach rechts zu drehen. Streckst den linken Arm nach oben aus und verlagerst das Gewicht auf die rechte Seite. Und rollst dich jetzt hier rechts aus. 4, 3, bisschen schneller, 2, dehn dich hier auf und dann langsam wieder lösen. Sehr schön, wir wechseln die Seite. So, stütze dich mit der linken Hand hinten ab und diesmal kommt der linke Fuß auf den rechten Oberschenkel drauf, stütze dich so ab, dass du auch die Schulter aktiv vom Ohr wegschieben kannst. Bring den Fuß ein bisschen weit raus, dehn dich auf und jetzt hast du die linke Po-Hälfte mehr auf deine Rolle drauf und jetzt bewegst du dich hier. Schnell hin und her. Halte den Arm hier ausgestreckt und wenn du möchtest, kannst du dich aber auch ein bisschen mehr eindrehen, dass ein bisschen mehr Gewicht hier nach außen kommt, dann drehst du dich wieder zurück, dehn dich wieder hier auf. 4, 3, 2, 1 und lösen. Okay, sehr gut. Dann von hier aus gehen wir jetzt hier zu den Beinrückseiten und stütze dich dazu mit den Händen hinten ab. Die Fingerspitzen zeigen nach hinten. Jetzt hebst du deinen Po nach oben an, ziehst die Zehen lang weg von dir und dann beginnst du jetzt hier drüber zu rollen. So, wenn du merkst, dass du hier nicht schneller wirst, dann stellst du einfach das linke Bein jetzt auf, konzentrierst dich erstmal nur auf das rechte Bein und dann beginnst du jetzt hier zu rollen. Flex jetzt den Fuß und
Du gehst vor, rück, vor, rück, vor, rück. 4, 3, 2, 1 und lösen. Seite wechseln. Und hier, linkes Bein ausgestreckt, rechtes Bein gebeugt und vor, rück, vor, rück, vor, 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 vor. Und auch hier, wenn du möchtest, ein bisschen nach außen drehen, dann wieder zurückkommen und vor, 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 vor. 4, 3, 2, 1 und lösen. Okay. So, jetzt kommen wir in den Vierfüßler. Knie dich jetzt auf deine Rolle drauf, sodass die Kniescheiben in der Luft hängen. Dein Kopf ist in Verlängerung, zieh die Schultern von den Ohren weg. Und jetzt beginnst du die Knie nach vorne zu ziehen und dann schwenkst du sie leicht nach links und senkst deine rechte Beckenhälfte ab, so dass nun mehr Druck auf die rechte Außenseite, also neben deinem rechten Schienbein entsteht. Okay? Nochmal. Und du ziehst nach vorne und gehst tief und wieder hoch. Dann wechseln wir die Seite und jetzt ziehen die Knie nach rechts und du gehst tief und hoch. Und tief und hoch. Jetzt bringen wir ein bisschen Tempo rein. Und ziehen, 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 ziehen und ziehen. Ziehen, ziehen. 4, 3, 2, 1 und lösen. Sehr schön. Jetzt bring das linke Bein nach vorne. So. Und dann beugst du das rechte Bein, komm nach oben. Von hier aus gehst du tief und legst die rechte Hand auf den Boden ab. Drehst dich hier auf. Dann kommst du wieder nach oben und du tippst wieder nach unten. Atme ein und ausatmen. Ein und aus. Ein und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Und ein, aus. Letztes Mal und ein und aus. Also hochkommen. Du kannst auch hier das Bein anwinkeln und dann lang nach unten ausstrecken. Okay? Das probieren wir gleich auf der linken Seite. So. Von hier aus rechtes Bein nach vorne bringen und winkel das Bein an, Knie ist ungefähr über deine Ferse und dann tippen wir nach unten. Komm wieder hoch und tippen und wieder hoch und tippen. Atme ein und aus. Ein und aus. Und dann kannst du, wenn du möchtest, zum Beispiel den Arm nach oben nehmen und ein. Nimm den Arm nach oben und wieder hoch. Letztes Mal und hochziehen und lösen. Sehr schön. Dann Achtung, jetzt kommen beide Beine drauf, Schienbein drauf, eine Linie im Körper. Und dann streckst du die Beine lang nach hinten aus. Eine Linie. Dann, Achtung, von hier aus ziehst du dich nach vorne, hebst deinen Brustkorb nach oben an, drehst dich etwas hier auf und gehst nach hinten. Dann drehst du dich auf, hebst deinen Brustkorb nach oben an, gehst nach hinten. Und wieder hoch und tief und hoch. Und tief, sehr schön. Dann von hier aus werden wir wieder die Außenseite bearbeiten. Bring die Rolle auf die rechte Seite, stütz dich hier wieder ab und dann stell das linke Bein auf, streck den linken Arm nach oben zur Decke aus und dann beginnst du dich hier nach oben zu bewegen. Erstmal langsam und dann schneller werden. Der rechte Fuß ist geflext.
Bring die Hand nach unten, runde jetzt deinen Rücken und dann beginnst du hier. Auszurollen. Dann geh ein bisschen auf die Vorderseite, wieder außen, Vorderseite, wieder außen, letztes Mal und dann, Achtung, komm ein bisschen tiefer und bleibe jetzt hier unten. Hier unten bleiben, stütz dich hier ein bisschen mehr auf, halte dich hier fest, flex den Fuß unten. 4, 3, 2, 1 und lösen. Seite wechseln. So, komm wieder auf die Seite. Stell das rechte Bein auf. Stütz dich hier mit der linken Hand ab. Streck den rechten Arm nach oben aus. Flex den Fuß. Dann beginnst du dich hier ganz langsam zu bewegen. Werd immer schneller halten. Und atme hier ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Dann kannst du dich etwas eindrehen. Werde rund im Rücken, zieh das Kinn in Richtung Brustbein und bewege dich hier weiter. Komm gerne mehr auf die Vorderseite. Und wieder zurück. Sehr schön. Und dann leg die Rolle etwas tiefer an und Fuß ist oben und Spannung einbringen und dann gehst du hier vor, rück, 4, 3, 2, 1 und dann langsam lösen. Okay, und das war's auch schon, mein Anti-Zellulite-Programm mit der Black Roll. Bis zum nächsten Mal.